Guten Morgen, heute ist Dienstag, der 22.12.2015 und bald nun ist Weihnachten. Ich hatte kurzzeitig überlegt, 28 ist Sonnenaufgang, ich hatte kurzzeitig überlegt, zum Strand zu gehen und euch einen Timelapse aufzunehmen vom Sonnenaufgang. Allerdings habe ich erstmal geguckt, am Himmel sind keine Wolken, es wäre also wenig Bewegung im Timelapse gewesen. Und außerdem geht die Sonne so weit rechts auf, dass man es vom Strand aus kaum noch sieht, also auch nicht schön. Meine Linse ist dreckig, glaube ich. Naja. Guten Tag, heute ist Dienstag, der 22.12.2015. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke und wo ich das gerade sage, bin mir sicher, ich habe das schon mal aufgenommen. Ich habe gerade die ganze Zeit versucht, mein Video hochzuladen von gestern. Aber irgendwie gab es da technische Schwierigkeiten, keine Ahnung. Bin mir nicht sicher, wo das Problem jetzt lag, aber egal. Heute Abend, wenn ich von der Arbeit wiederkomme, geht das definitiv online. Ne, habe ich noch nicht. Bin ein bisschen verwirrt. Das hat mich gerade ein bisschen durcheinander gebracht, diese technischen Schwierigkeiten da. Ja, und jetzt ist es 10 nach 11 und ich muss um 12 auf der Arbeit sein. Besser um 11:30, deswegen gehe ich jetzt gleich duschen und dann geht's los. Aber erst öffnen wir Türchen hier. Den Alkohol sogar noch ein bisschen rausgeschmeckt hätte. So, ich muss mich beeilen. So, was die GoPro gestern nicht aufgenommen hat, ist, dass ich hier die Beschreibung Canon abgefräst habe. Da nochmal Timer hingeschrieben habe. Zur Sicherheit, man weiß ja nie. Und hier die Kamerabezeichnung entfernt habe. War die Speicherkarte voll und ich bin mir nicht sicher, wie viel es jetzt aufgenommen hatte. Gut, okay. Also ich hoffe, es wurde noch das meiste aufgenommen von dem, was ich erzählt habe. War ein sehr lahmer Tag und das lag daran, ich habe heute Vormittag das Video fertig gemacht und wollte es veröffentlichen und dann gab es technische Schwierigkeiten. Und ich bin mir nicht sicher, ob es an YouTube lag oder mir lag oder wo jetzt das Problem genau lag, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich den ganzen Vormittag versucht, das Video hochzuladen und irgendwie ging immer was schief und es hat nicht geklappt und ich war ein bisschen verzweifelt. Und ja, plötzlich schaue ich auf die Uhr und es ist 10:30 und ich musste um 12 anfangen, also
Ja, hatte ich heute Vormittag irgendwie nicht viel aufgenommen oder habe heute Vormittag gar nichts aufgenommen und war dann plötzlich sehr in Eile und Hektik. Naja, ich bin ein bisschen verwirrt oder sagen wir mal erstaunt. Das trifft es vielleicht eher über Posts von euch, von euren Weihnachtsbäumen, wie ihr eure Weihnachtsbäume schmückt. Und ich weiß gar nicht, ob gibt es da eine Regel, wann man den Baum aufstellt oder so, oder macht das jeder so, wie er denkt? Also macht es ja jeder im Prinzip, aber wahrscheinlich jeder so, wie er es irgendwie von seinen Eltern her kennt oder kennengelernt hat, denke ich mal. Und bei uns ist es so, dass der Weihnachtsbaum vormittags am 24. erst aufgestellt wird, weil da sind alle zu Hause und vielleicht deswegen ja, weil eigentlich alle von meiner Familie immer arbeiten und meist bis zum 23. oder so arbeiten, je nachdem. Meine Mutter sogar manchmal am 24. und ich ja sowieso alle Feiertage normalerweise. Und naja, und dann so wurde es, ist es bei uns gekommen, dass der Baum am 24. aufgebaut wird vormittags und geschmückt wird und fertig gemacht wird, weil dann meistens alle da sind, beziehungsweise fast alle. Ansonsten war es das dann auch für heute. Eins kann ich euch noch zeigen. Ist ein bisschen, ja, so Post bekommt man gerne, gerade kurz vor Weihnachten. Und ist eigentlich unfassbar, dass sie es wirklich durchziehen wollen. Und ich frage mich, wie realitätsfern man sein muss. Aber gut, alle, mit denen ich gesprochen habe, sehen uns im Recht. Und es waren durchaus Leute dabei, die Ahnung davon haben. Ich habe es ja auch schon mal in ein paar Vlogs angedeutet, schon vor einiger Zeit, aber konnte noch nicht richtig was zu sagen. Und ich sage auch jetzt noch nicht so viel, weil ich mir nicht sicher bin, ob das gut ist. Naja, also so Post bekommt man noch gerne, kurz vor Weihnachten. Ach, ja, mal sehen, was daraus noch wird und wie sich das weiterentwickelt. Wie gesagt, ich sage jetzt noch nicht so viel und bin sehr gespannt, was das werden soll. Aber gut, wenn Sie meinen. Ich gebe jedenfalls nicht klein bei. Ich sehe uns auch im Recht natürlich, aber ja, und wenn es mich ruiniert am Ende, ist mir egal. Aber ich gebe nicht nach, weil ich bin der Meinung, dass wir im Recht sind. Wie auch immer, wir wollten kein Gerichtsverfahren, wir wollten keine Klage, wir wollten nichts, wir wollten nur eine Antwort haben, die haben wir nie bekommen. Daraufhin haben wir nochmal nachgefragt, aber okay, nee, ich sage nichts weiter. Ja, das war's dann für heute. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Monatlich Sachen kommen. Deine Schwester Mutter war da.